Herzlich willkommen bei Zirngiebel TV und bei Guerilla Gaming TV, liebe Zuschauer. Hier sind Andi, also Zirngiebel und Clanky. Wir sind in Call of Duty Modern Warfare 3 und das war mal, ja, ist mal wieder nötig. Wir haben jetzt so viel MW2 gespielt, ab und zu auch mal BF3 und da sind wir. Wir sind im Spielmodus Infected. Ich werde gleich mal kurz was erklären. Ich werde gleich kurz erklären, was das ist und jetzt darf der Andi auch mal was sagen. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, wo der Typ ist, wo ich töten muss, aber auf jeden Fall ist irgendwie... Bei den Autos in der Mitte, bei den Autos, ah ja. Da ist er bestimmt. Und bei mir leckt's irgendwie. Ja, bei mir auch. Ah, ich hab ihn getroffen. Okay. Ja. Infected ist ein schöner Spielmodus, den es früher schon auf der Xbox 360 gab. Mhm. Also den es schon etwas eher gab, bevor er auf PC kam. Ich weiß jetzt nicht, wie das auf der PlayStation aussah. Das Prinzip ist ganz einfach, es geht hier hauptsächlich ums Messern. Es gibt zwar so ein paar Ausnahmen, die werde ich jetzt hier aber nicht erwähnen. Oder gleich nur mal kurz. Wow. Es geht hier im Prinzip immer darum, dass es ein Infected und ein Survivor-Team gibt. Wow. Am Beginn startet immer mit einem Survivor-Team. Ich habe ein Infected gemessert. Und es geht darum, dass yeah. Survivor sind und dann wird nach 10 Sekunden nach Rundenstart ein Infected ausgewählt. Genau. Durch Zufall. Dieser Infected ist, wenn er der erste Infected ist, nein, ich habe nicht getroffen, ist er mit Kugeln in seiner Waffe bestückt. Jawohl, Wurfmesser Infected. Und diesen Kugeln kann er einen abknallen. Das ist halt dazu da, dass nicht nur ein Infected ist, dass der zur Not immer noch einen zweiten kriegt. Genau. Damit er das nicht alles alleine macht und dann da frustriert Rage quittet und dann scheiße ist. Ja, langweilig. So, und wenn er dann das gemacht hat, kann er, also sobald er einen zweiten infiziert hat, hat er keine Kugeln mehr in seiner Waffe. Und dann geht es nur noch ums Messer. Das heißt, man benutzt mit seiner Taktikwässerwaffe die ganze Zeit die Messertaste, um Leute zu töten. Oder man benutzt das Wurfmesser. Genau. Ja. Die Infected haben eigentlich immer einen Taktik... Ja, die, was heißt eigentlich? Die haben immer einen Taktikeinstieg dabei, den man nicht unterschätzen sollte als Survivor. Auf jeden Fall. Rundenzeit beträgt, glaube ich, ungefähr 4 Minuten, wenn es nicht genau 4 Minuten sogar sind. Mhm. Und das Spiel baut halt darauf auf, dass die Gegner gerne mal irgendwo in der Ecke campen, sich irgendwo ins Karteneck hin bewegen und die Infected halt entsprechend dafür sorgen müssen, dass alle Survivors infected werden. Ja. Schaffen sie das nicht in der Zeit, gewinnt das Dings-Team, also das Survivor-Team, gewinnt das Infected-Team, ach so, hat das Infected-Team gewonnen. Ja. Ja, dadurch, dass die Runden hier meistens nur so 2 bis 4 Minuten dauern, in Quick-Rounds sogar nur so 60 Sekunden maximal. Wow. Ja, das gibt's wirklich. Ist das so, dass die Rundenzeiten sehr kurz sind? Deshalb werden wir hier in dieser Aufnahme ungefähr... 3. Was ist das denn? Ja, was rennt er denn hier rum? Ist der scheiße oder was? Sorry, das war dein Spruch. Ja. Ja, das ist ja mal scheiße, hey. Wir werden dann hier sehen, dass wir entsprechend... Was ist das denn für einer? Ja, zu Ende. Das war's. Dass wir hier nicht nur eine Runde aufnehmen, sondern dass wir gleich 4 Stück an der Kette aufnehmen. Würde ich auch damit sagen. Damit wir ein paar voll kriegen, weil die Runde hat jetzt, glaube ich, auch nur 2 Minuten gedauert. Ja, oder machen wir 5 oder 30 oder so. Ja. Bei Infected ist das eigentlich immer so, dass, der hatte Elite-Emblem, glaube ich. Mhm. Bei Infected ist das meistens so, dass man entweder richtig gut oder entweder richtig schlecht ist. So ein Mittelding habe ich noch nicht gehabt. Nö. So, hier in der Runde wird immer ausgewählt, was für was es für ein Match gibt. Da wird immer die Karte ausgewählt und darunter wird ein Waffentyp ausgewählt. Knives sind immer die Infected und die andere Waffe natürlich die Survivors. Es gibt jetzt nicht nur Knife-Runden, es gibt auch sogenannte Juggernaut-Runden. Das habe ich heute erst gehabt und zwar kann man das manchmal voten. Da spielt dann halt eine Waffe gegen einen Juggernaut. Das ist meistens dann eine starke Waffe wie ein Striker. Und als sei doch ruhig, Hardcore-Döner. Lustig. Ja. Wo war ich gerade? Genau, bei den starken Waffen und dann haben diese Striker natürlich auch als Sekundärwaffe mal eben Granatenwerfer oder so, weil irgendwie muss man die ja tot kriegen. Genau. Ansonsten ist Infiziert eigentlich ein sehr schöner Spielmodus. Ich glaube, Andi, du hast den gerade zum ersten Mal gespielt, so richtig, ne? Jo, genau, so zum zweiten Mal heute. Zweimal in einem Match hintereinander. Zweimal. Ja. Ja. Genau. Mhm. Ich habe den vor kurzem schon mal gespielt.
und ihn auch eigentlich ins Herz geschlossen. Also ich kenne keinen, der Infected eigentlich nicht richtig mag. Von den Leuten, die ich gefragt habe, die mögen alle Infected. Ah ja, da ist er. Auch so. Ein kleiner Tipp, wenn man das spielt, das Spiel, dann kann man, wenn der Countdown abläuft, kurz davor auf Escape drücken, dann sieht man, wo ein Punkt verschwindet, das heißt ungefähr, da ist der neue Infizierte und dann sieht man auch, wo man ungefähr hinrennen muss, dass man den töten kann, schnell. Genau, damit wir erstmal was Taktisches dazu beitragen, wie man den Infected am besten überlebt. Genau. Es gibt eigentlich zwei Taktiken in Infected. Wobei das meistens gar nicht so richtige Taktiken sind. Es gibt einfach rumlaufen und campen. Entweder läuft man die ganze Zeit auf der Karte rum, riskiert aber somit, dass man Messer von hinten in den Rücken bekommt. Oder man campt sich in ein Karteneck. Das machen viele Leute dann meistens in Gruppen. Ist eine lustige Angelegenheit, wenn dann so ungefähr eine Fünfergruppe probiert, gegen eine 13er-Gruppe of Infected People zu bestehen. Ist dann eine sehr lustige Sache. Auf jeden Fall. Weil die Infected-Leute haben immer einen Taktikeinstieg, habe ich ja gerade gesagt. Die Survivors wechseln da immer ab zwischen C4, Claymore, Radar, S-Mine und so weiter. Claymore, ah, da hinten, ja. Da war ein Gegner, glaube ich. Ja, hinten rechts oben im oberen Eck. 90 Grad weiter südlich. Okay. Ja. Nicht weiter östlich? Nee, südlich, dachte ich mir. Okay. Ja, und entweder campt man sich dann irgendwo ins Karteneck rein oder man rennt rum. Ja, genau. Was jetzt genau die bessere Taktik ist, das können wir euch auch nicht sagen. Das müsst ihr, wenn ihr es spielt, für euch selbst herausfinden. Ja, das muss man immer selbst wissen. Ja. Was mir gefällt, rumrennen besser, weil ich nicht... dann schneller getötet werde. Genau. Nein, von hinten geneift. Oh, Andi, hau ab. Ach. Dann neift er mich wieder von hinten. Das meine ich nämlich, wenn man sich nicht irgendwo hinkämmt, geht man halt das Risiko ein, dass man von hinten gemessert wird, zum Beispiel von Zierngiebel, wenn er gerade nicht guckt. Ja. Nein, da stehen drei Teamkameraden und keine Sau bemüht sich mal. Ja, das passiert, ja. Oh, da sind jetzt alle... Alle unten im Unterschacht. Ja. Richtig scheiße. Das meinte ich nämlich auch mit dem Gruppencampen, ist immer eine lustige Sache. Ich hab einen. Ah, gut. Ich will ein Messer. Und da drin ist der jetzt, ja. Die haben wir gleich. Das schaffen die auf jeden Fall. Zwei Stück noch, dann haben wir's. Ja. Einen noch und dann gewonnen. Das war's. Ja, schön. So, das war jetzt die wievielte Runde? Die zweite. Ich, ne? Die zweite erst. Ja, wir haben noch ewig Zeit. Das waren jetzt 3 Minuten oder so. Also. Okay, ich glaube, wir machen noch 3 Runden hinterher, weil... Ja, 3 oder 4. Müssen wir dann mal schauen. Ah, schön. Der hat ja drauf. Ja, der hat Skill. Ja, wie gesagt, entweder campt man oder man rennt rum. Ja, genau. Und im Endeffekt, die campen, überleben meistens am längsten, wenn man in einer Gruppe macht. 14 Mal gestorben. Ja, genau. Ja, Gruppe, ja. Ja, das ist halt, wenn du infiziert bist, immer so ein Nachteil, also du stirbst meistens sehr häufig. Ja. Aber wenn du dich reinhängst, kriegt man auch viele Punkte. Ich habe gerade für einen Kill 500 Punkte gekriegt. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie so, wenn man einen zuerst infiziert, dann die 500 kriegt, ob das wirklich jedes Mal so ist, aber generell kann man da wirklich sehr viele Punkte machen. Ja, finde ich auch. Jetzt hier Messer Barrett. Das wird auch sehr nett. Na, haben wir gereimt. Ja. Ja, gute Idee. Ich bin ja auch so ein Reim-Fan. Ja, habe ich schon gehört jetzt. Fällt mir keiner ein, so ein Reim. Ich muss beim Reimen immer weinen. Wo hast du das gehört? Wo, wann, wie? Ja, ich gerade so, ich bin auch so ein Reim-Fan. Du so, ja, habe ich gehört. So, ja, bei den Supersuchtis. Ach ja, da hab ich gereimt. Ja, das stimmt. War zwar richtig schlecht, aber... Ah, ich fand's unglaublich lustig. Ja, das war was anderes. Ja. Und, was macht ihr so hier gerade, während wir warten? Achso, es geht los. Wir warten also, doch gesagt, nicht, ich bin schon gucken, voll nachsehen. Im Spiel drin. Und ich habe jetzt gar nicht gesehen, wer infected ist. Ich auch nicht. Das ist nicht gut, weil... Ah, da hinten sind sie. Oh oh, das ist nicht gut, nein. Wow!
Boah, der war auf einmal da, hey. Shit. Ah, der ist ja cool. Oh, der ist richtig. Ja, ich halte mit der 5-7 drauf und der knifet mich einfach ohne Probleme. Ja. Das ist halt cool. Nice. Mhm. Einen haben wir noch. Ah, ja. Also wirklich schnelle Runden. Wir haben schon vorbei. Oh Gott, das ist ja nett. Ja, das war so ein Speedrun. Das hat jetzt, glaube ich, unter einer Minute gedauert. Ja, das war echt nix, ey. Das ging ja auf Dom langsamer. Ach, da war der. Keine Sau hat ihn gesehen. Ja. Arschloch. Geschickt. Ja. Genau, und was? So, ich dreh mal eben irgendwelche Einstellungen runter, damit ich hier besser aufnehmen kann. Ja. Ah, schöner Sound, wenn du trinkst, mach ich jetzt auch mal. Ah, der ist fast ein bisschen fast so schön, ja. Ja, genau. Wie viele Runden jetzt, machen wir jetzt noch? Zwei müssen wir noch, ne? Ah ja, zwei machen wir noch, das geht schon noch. Alles klar. Ja, so, Infected Knife. Kaffee, Schuhwerk, Mode, Möbel, alles hier in den Arkaden. Ja, ist aber ein Kaufhaus. Ja. Jetzt Knife vs. Type 95. Genau. Stadion, Arkaden. So, los, lad. Ja. Boah, die Sucht packt mich. Geht ja gar nicht. Ich zitter schon richtig. Ah. Ja, man muss zugeben, den Spielmodus, den haben sie gut gemacht, finde ich. Ja gut, der ist wirklich gut, der Modus. Ja, da kann man malen. Ah, da unten ist er. Wie, da unten ist er? Bist du schon drin, oder was? Ja, ich bin jetzt schon fast tot wieder. Schön. Bin ja auch gleich mal drin. So, ach, jetzt bin ich auch drin. Braucht's beide so lange? Oh, wir machen hier gerade ein Teamcamp, weil wir dann cool sind. Ja. Genau, Weg. So, ich camp jetzt mal hier. Ich zeige euch mal, wie das so ist, wenn man hier in der Gruppe rumrennt. Der Andi rennt ja wieder weiter nach vorne und wird gleich getötet. Ich renne immer alleine rum. Kann nicht anders. Hier stehen 8 Leute und alle sind so zu doofen Typen zu töten. Ach, da ist er. Wah! Aber ich, nein, ich will nicht Tee sagen. Oh, scheiße. Was, welches Tee? Ich hab grad Tee gedrückt, da stand da Say Tee. Ach so. Wow, yeah, Imba. Das musst du anschauen auf meinem Scheißkanal, ey. Das war doch mal ein... Auf dem Scheißkanal? Ja, voll der Pro-Shot. Wo findet man denn deinen Scheißkanal? Na, auf YouTube. Oh, ich fühle mich hier nicht mehr so sicher. Das war jetzt mal ein epischer Wurfmesser. Scheißdreck. Ah, scheiße. Aber ich hab den einen gleich, ey. Ja, die sterben jetzt, weil sie schlecht sind hier. Ah, nein. Ach, nee, doch. Geh da hin. Ja, wie ist jetzt raufzünden, hey? Ha, ich hab einen Infected gemessert. Oh. Okay. Ah, und vorbei. So, schöne Runde. Gut, eine Runde noch. Ich bin jetzt in jeder Runde richtig abgekackt. Wow, ja. Diesmal stehe ich sogar 2 zu 1. Oh, da steht das seit 3 Minuten rum, hey. Ja. Ja. Ja, damit rechnet auch keiner, wenn dann eine 10er-Gruppe voll Survivors da steht. Jups. Stimmt. Ja, der hat am längsten überlebt, der hat jetzt ordentlich Punkte bekommen. Ja. Nee, am wenigsten. 0 Punkte. Wie?
Der müsste einen Survivor-Bus bekommen haben. Der hieß Cannabis, 0 Punkte. Ja, dann war scheiße. Hat er das nicht in den Stats bekommen, aber er hat... Achso, ja. Er hat dann 16 Punkte oder so bekommen. Also ja. 1600. Ja. Dings. Ah, Barrett wieder. Boah, sollen wir uns das jetzt antun? Ah ja, freilich, komm, die eine geht noch. Okay. Dann hauen wir jetzt noch die letzte Runde Infected raus. Ja. Lehnt euch nochmal zurück, entspannt euch. Das ist die letzte Infected-Runde. Ja. Knife vs. Barrett. Auf. Womit, Bootleg. Also Fußlage. Und mir gefällt ja fast das besser, weil irgendwie gab es ja früher immer zu jedem scheiß blöden Gameplay, im scheiß blödes Thema, wo, weiß ich nicht, es gab ein Bild, da war Ketchup drauf und man spricht über Senf. Sowas zum Beispiel, das verstehe ich nicht. Ja, also, jetzt einfach mal bloß so schön hier, das ist schon entspannter. Schöne kurze Runde. Genau. Und danach wieder MW2. So. Genau. Ich freue mich schon. Schön hinter mir stand er. Das Tolle ist, ich kenne mich auf Bootleg gar nicht richtig aus. Mach nix. Ja, knapp daneben. Okay. Ich probiere jetzt mal mit dem Barrett einfach nur so rumzulaufen. Hm? Quickscopen kann ich eh nicht so. Ah, so dumm. Ja, knapp daneben wieder. Ja, Cian Giebel ist durchgelaufen. Oh, wieso zu dritt an der scheiß Ding da stehen, hey? Gibt's doch nicht. Oh, und wieder nix, hey. Aber gleich hab ich einen. Ich sag's euch, gleich hab ich einen. Oh, oh. Ach, die sind weg. Ja, toll. Das war's wohl. Ja. Sind wir infected. Schön. Na, schön ist das nicht. Ja, ja, der Sniper haut wieder einen raus hier. Hm. So, und wieder vorbei die Runde. 17-0. Gut, ja. 2-2, ja. 3-8. Ja, ja, das ist halt, wenn man infected ist. Ja, mein Gott. Schön ins Knie reingesprungen. Ja, ins Knie. Ja. Gut, du musst tschüss sagen. Tschüss. Bleib so schön.